Ab Anfang August bis so um den 22., 23. September befinden wir uns in der Gaia-Zeitqualität, die wir Ernteschnitt oder Erntebeginn nennen. Was bedeutet das? Wir beziehen uns auf uraltes Wissen und neueste wissenschaftliche Erkenntnisse und Erfahrungswerten. Und können diese Qualitäten, die in der Natur sich jetzt verstärkt zeigen, vor allem bei uns in Mitteleuropa, auf unsere persönliche und berufliche Entwicklung, auf unsere Unternehmenskultur, auf Projektdesign umlegen. Jetzt finden wir in der Natur einen Schwerpunkt, wo die Früchte reif werden. Umgelegt auf unsere persönliche berufliche Entwicklung drängt sich die Frage auf, was von meiner Vision ist reif geworden? Was ist in den letzten Wochen gereift, wie die Tomaten oder wie die Äpfel, die reif werden oder die ersten Früchte oder das Korn, das bei uns jetzt Mühlviertel schwerpunktmäßig geschnitten wird? Was von dem, was du als Samen in die Welt gebracht hast, wird jetzt in den nächsten Wochen reif und erfährt den richtigen Zeitpunkt, es abzuschließen? Das erfordert eine sehr große Wachheit, eine große Einladung hinzuspüren und Entscheidungen zu treffen. Wann ist der richtige Moment, dass ein Projekt abgeschlossen ist? Das ist wichtig zu erkennen, weil in diesem richtigen Zeitpunkt die größtmögliche Fülle und Ernte gesichert werden kann. Verpasse ich diesen Zeitpunkt, ist es wie mit dem Holler, der demnächst reif wird, wo ich ungefähr 2 Wochen Zeit habe, wo die höchste Fülle des gesamten Vegetationszykluses in ihm gereift ist. Gelingt es mir in dieser Zeit, ihn zu ernten, werde ich gut für den Winter und für die nächste Phase, für den nächsten Zyklus versorgt sein. Ich habe auch Samen für den nächsten Zyklus. Gelingt es mir nicht, war die ganze Arbeit umsonst. Holler ist mir geschenkt, da ist keine Arbeit von mir investiert. Umgelegt auf unsere Projekte heißt das, dass es so etwas gibt wie einen richtigen Zeitpunkt für einen richtigen Abschluss. Und dann ist es wichtig, einen Ernteschnitt anzulegen. Das heißt zum einen auch die Projekte, den Abschluss von Projekten, die Fülle, die Ernte auch wirklich zu mir zu nehmen, anzuerkennen, welche Arbeit, welches Engagement, welche Liebe von mir da drinnen steckt und das ganz anzunehmen. Das ist so das eine. Es verlangt aber auch, das anzuerkennen, dass in manchen Zyklen das, was ich mir als Vision gezeigt hat, dass es nicht so reif geworden ist, wie ich mir das vorgestellt habe, auch wenn ich ganz viel investiert habe. Dass es Beziehungen gibt, Kundinnen, Stakeholder-Beziehungen, die einfach, obwohl ich schon lange dran bin, sich nicht in ihre größte Fülle entfalten können und wollen, warum auch immer. Es heißt anzuerkennen, dass manches nicht so reif wird, wie ich es mir gewünscht hätte. Wir sagen dann oft Fehler dazu. In der Natur gibt es diesen Zustand nicht. Es gibt diesen Zustand, dass etwas nicht reif ist. Wird, weil es der Hagel, der Sturm, das Wasser zerstört hat, weil einfach immer wieder auch gewisse Früchte nicht ausreifen. Es hängen Äpfel, die viel zu klein sind, am Baum und werden diesen Zyklus nicht ausreifen. Wichtig ist es zu erkennen, das ist für diesen Zyklus abgeschlossen, auch wenn es anders sich zeigt, als ich es mir vorgestellt habe, vom Baum zu nehmen, das Projekt abzuschließen, die Beziehung abzuschließen, die Verbindung abzuschließen, auf den Kompost zu geben. Und manchmal ist ein Haufen Scheiße einfach der größte Dünger für das Neue. In der Natur ist keine Erfahrung umsonst. Sie dient immer etwas und manchmal etwas, was ich noch nicht fassen kann. Und ein Fehler ist ein Ereignis, dessen Nutzen sich noch nicht zu meinem Vorteil ausgewirkt hat, sagt der Polaroid-Gründer. Das Zitat findest du auch im Gaia-Buch.
Oft ist man nach einem Scheitern gescheitert. Es gilt nicht für alle Fehler und dennoch ist die Einladung, diese Kompetenz, würdevolles Umgehen mit dem, was misslingt, in dieser Zeitqualität, in dieser Zeitphase einzubringen. Für mich selber und auch für meine Kollegen, Kolleginnen und Mitarbeitenden. Es ist die Zeit von Essenz und Entscheidung. Der richtige Zeitpunkt für den Abschluss will gefunden werden. Die Ernte wird eingefahren. Ich wünsche dir und euch eine reiche Ernte, das Maß zu erkennen, wann ist der richtige Zeitpunkt und die Liebe und Freude, diese Fülle, die da ist, anzuerkennen, einzufahren und die große Weisheit, die Abschlüsse, die wichtig sind und die eine Entscheidung brauchen, wirklich gelingend, wertschätzend und achtsam zu gestalten, in Würde zu gestalten, sodass ein freies Feld wird für das, was im nächsten Zyklus kommen will.